Willkommen zurück zu diesem neuen Punkt, nämlich wir sind schon am sechsten Tag angekommen. Es geht hier heute um das Thema Finanzen. Und zwar, wie wichtig ist es, dass du deine Finanzen im Griff hast, dass du verstehst, nicht nur was du ausgibst, sondern und wofür du es ausgibst, sondern auch, was sind deine Ziele, was ist dein Verhältnis zum Geld? Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach. Wenn dich Themen interessieren rund um Personalentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und Geschäftsentwicklung, dann abonniere gerne meinen Kanal, setze ein Like drunter und das Video, schreib in die Kommentare, was dich sonst noch so interessiert. Auf jeden Fall freut mich, dass du wieder hier bist, dass dir 2022 wirklich am Herzen liegt und dass du was Neues erfahren willst, dass du mehr aus deinem Leben machen willst. Dann bist du hier genau richtig gelandet. Und zwar geht es heute wirklich um ein heißes Thema, das viele beschäftigt, mit dem sich viele schwer tun. Und zwar ist das Thema unser liebes Geld. Zuallererst ist es wichtig zu verstehen und sei dir bewusst, du kannst immer wieder einen neuen Blickwinkel eingehen, du kannst immer wieder dich neu erfinden in deinem Verhältnis zum Geld. Und besonders, wenn es darum geht, erstmal anzufangen, einen Status quo aufzubauen, so eine Art Bilanz zu erstellen. Was sind denn von diesem Jahr 2021, was war denn so deine persönliche Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung? Was hast du gewonnen, was hast du ausgegeben, für was hast du Dinge ausgegeben? Hast du Dinge eher ausgegeben für dich und für deinen für den Spaßfaktor, um deinen Spaß, um deine Freizeit zu erfüllen? Oder hast du es ausgegeben, um deine Ziele zu erreichen? Hast du wirklich in dich investiert, auch langfristig gesehen? Da gilt es erstmal, dir ein Bild zu machen. Was sind so deine vergangenen Ausgaben? Was ist deine vergangene Gewinn- und Verlustrechnung? Bist du eher positiv mit mehr Geld aus dem Jahr 2021 gegangen oder weniger? Und wenn es weniger war, dann wo kannst du ansetzen? Ganz wichtig für mich ist das Thema Sparen. Wo kannst du vielleicht in Zukunft mehr Geld sparen? Wenn du anschaust, deine Ernährung, da habe ich schon ein Video vorher gemacht, wenn es darum geht, deinen Körper fit zu bekommen, hast du viele Ausgaben gehabt in Richtung Fast Food, hast du Essen bestellt, anstatt selber zu machen, wo meistens weniger Nährstoffe und weniger qualitative Inhalte drin sind, als wenn du es selber zubereitest. Hast du es in Spirituosen, in Getränke, Zuckerhaltige ausgegeben, die erstens teuer sind und zweitens dein Energielevel auch runterfahren, weil Zucker macht dich meistens müde und unter anderem auch abhängig. Und das ist eine Energiequelle, die für mich nicht erschwinglich ist und auch nicht langfristig gesehen gesund ist. Deswegen schau dir doch mal an, was du so in die Ernährungsrichtung, was du da so an Ausgaben hattest und wo du denkst, da könnt ihr noch einsparen. Dann geht es auch um Themen, und da ziehe ich auch das Gesetz des Nutzens heran. Was sind Dinge, die du ausgegeben hast, für die du Geld ausgegeben hast, die du aber wirklich nicht nutzt? Zum Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren noch Tausende von Euro in Bücher investiert. Die stehen jetzt alle in meinem Bücherschrank und ich habe nur vielleicht 5% gelesen, weil mir erstens die Zeit fehlt und zweitens habe ich irgendwie mein Ego auch wieder da mit reinspielen lassen, das mir gesagt hat, hey Martin, du bist noch nicht gut genug, du musst noch das und das lernen und das lesen und da brauchst du ein Buch dafür. Ja, aber was ich nicht bedacht habe, ist, ich hatte erstens kein klares Ziel, ich wusste nicht, wo ich hingehe, ich wusste nicht, wie ich da hinkomme. Deswegen dachte ich, ich muss alles Mögliche noch lernen, bevor ich überhaupt mich auf den Weg machen kann. Und drittens habe ich auch den Faktor Zeit vernachlässigt, weil es darum geht auch, wann kann ich ein Buch lesen, wann komme ich dazu. Ich brauche dafür Zeit, ich brauche vielleicht nicht nur die Zeit, um einmal das Buch zu lesen, um zu verstehen, brauche ich mindestens 2-3 Mal die Zeit, denn viele Bücher versteht man nicht auf Anhieb oder die meisten eigentlich nicht, weil man sich ja ständig selber weiterentwickelt und auch gleichzeitig das Buch oder die Inhalte, die Ansicht der Inhalte sich ja auch verändern, weil man ja in dieser Weiterentwicklung ist und weil man Dinge aus einer anderen Perspektive vielleicht gelernt hat zu betrachten. Daher gilt es darum zu verstehen, was sind Dinge, mit denen ich wirklich Zeit verbracht habe, die sich lohnen, sich zu investieren. Und wenn du in Zukunft, wenn du jetzt angefangen hast, bei dem ersten Video, jetzt sind wir schon bei Nummer 6, wenn du dir ein Ziel vorgenommen hast und das wirklich erreichen willst, dann weißt du auch, was du dafür brauchst. Sei es ein Buch, sei es ein besseres Essen, sei es
mehr Leute um dich rum, andere Leute, mehr Zeit in der Natur, mehr Zeit im Sport, mehr Bewegung, was auch immer es ist, oder mehr Ruhe auch. Darum gilt es, dahin zu investieren, was dir wirklich mehr bringt. Mehr Wert bringt, nicht nur dir, sondern letztlich auch den Menschen, mit denen du zusammen bist und arbeitest. Und das war das eine Thema Finanzen, speziell anzuschauen, was ist wirklich von Nutzen für dich und für deine Ziele. Und das andere ist das Thema Geld, dir nicht zu sagen, Geld ist schlecht, ich muss es bunkern, sondern es gilt darum zu sagen, Geld ist gut, es ist eine Energie. Energie will fließen, sie will ständig in Bewegung sein. Daher darfst du auch dein Geld so nutzen, dass du in Dinge investierst, und da komme ich zum ersten Punkt zu sprechen, dass es auch langfristig gesehen, vielleicht nicht sofort, also kurzfristig gesehen hat es nicht sofort einen Nutzen, aber langfristig gesehen weißt du, spürst du es innerlich, und da darfst du auch immer auf deine Intuition hören, weißt du, dass die Investition zum Beispiel in ein Coaching, die Investition in einen Urlaub, die Investition in ein Wochenende, in ein Seminar, was auch immer du machst, was sich gut anfühlt und was zu deinem Ziel passt und was dich auch körperlich, geistig und seelisch fitter macht, dass das der richtige Zeitpunkt gerade ist oder in Zukunft ist, um mehr aus dir zu machen. Und ja, deswegen Geld für mich ist eine Energie, es ist ein Tauschmittel, es ist ein Mittel zum Zweck. Und wenn du dem mal bewusst bist und du weißt, dass Geld, ja, fast in unbegrenzten Mengen vorhanden ist und du brauchst es eigentlich nur dir holen, darfst dafür natürlich gewisse Dinge leisten, das Ganze so nach dem Gesetz der Aktion, Reaktion, dann gilt es, in Aktion zu kommen, diese Geldenergie anzuziehen. Die kannst du nur anziehen, wenn du maximal positiv erstens mal generell eingestellt bist, aber auch gegenüber Geld. Nichts kommt zu dir, was du abwehrst, was du fair wärst, was du hast, was dir nicht lieb ist. Das wird schwierig sein anzuziehen. Genauso ist es bei Menschen, bei Partner, Partnerinnen. Du kannst niemanden in dein Leben ziehen, holen, wenn du von Anfang an sagst, na, das passt nicht zu mir, das will ich nicht. Ich will niemanden, der meinen Werten nicht entspricht. Und wenn Geld meinen Werten nicht entspricht, weil es stinkt, weil es böse ist, weil man damit schlimme Dinge machen kann. Nein, man kann das Ganze auch transformieren und sagen, Geld ist wichtig, um meine Ziele zu erfüllen. Geld ist wichtig, damit ich mehr auf mich achten kann, in meine Gesundheit investieren kann, damit ich meine Mitmenschen beglücken kann, indem ich in mich investiere und dieses Wissen vielleicht auch weitergebe. Und darum gilt es zu verstehen, dass Geld ja eine Energie ist, mit der man verstehen darf, umzugehen, maximal positiv gesehen. Und zu guter Letzt wünsche ich dir alles Gute für dieses neue Jahr, für dieses 2022, dass du im Reinen bist mit deinen Finanzen, dass dir klar ist, was du auch planst an finanziellen Zuschuss, was sind deine Ziele, was sind machbare Ziele, dass du dir sagst, monatlich will ich 2000 Euro verdienen mit meinem Business, mit meinem Coaching-Business. Was brauche ich, um diese 2000 Euro zu gewinnen, brauche ich einen Prozess, darf ich noch an meinem Prozess was ändern, optimieren, verbessern, und warum brauche ich überhaupt diese 2000 Euro oder 5000 Euro oder welche auch immer, welchen Betrag du dir als Ziel steckst, weil es geht ja immer darum zu verstehen auch, was macht dich glücklich und was ist wirklich sinnvoll, und du machst es nicht aus Ego-Gründen, um zu sagen, ich möchte fünfstellig verdienen oder vierstellig, sondern vielleicht brauchst du ja nur 500 Euro im Monat, weil du geringe Fixkosten hast, dann kannst du auch mit 500 Euro auskommen. Und wenn du verstanden hast, wie du 500 Euro regelmäßig in dein Leben ziehst und anziehst, dann wird es dir auch leichter fallen, größere Beträge zu nehmen, weil letztlich ist alles nur eine, geht alles aus deinen Gedanken, aus der Kraft deiner Gedanken aus. Es ist eine Manifestationskraft, die du entwickelt hast, und die kann man bei allem anwenden. In dem Sinn, danke fürs Zuschauen. Hinterlass mir doch gerne einen Kommentar, einen Like, ein Abonnement, was auch immer dir am Herzen liegt. Ich würde mich freuen über eine Reaktion. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.